Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer legendären Männersendung, dem Männertalk schlechthin. Hirsch mit Pfeffer. Und heute ist es ein bisschen speziell. Wir sind nicht einfach nur allein da, sondern wir haben auch einen Gast. Und der Gast, der würde ich mal sagen, der tut jetzt den Marc Jäcki vorstellen. Es ist unsere neue Rubrik, der Gasthirsch. Unser Gast, unser erster Gast, nicht der letzte, aber der erste, er ist Journalist, er ist Unternehmer, er hat einen eigenen Verlag, er ist Verleger von der Kommunikationszeitschrift persönlich. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel «Das Blocher-Prinzip». Er hat Roman geschrieben, er hat Sachbücher geschrieben, er war mal Marathonläufer gewesen, er kennt alle Grossen und Mächtigen. Und darum sind wir besonders stolz und froh, dass er heute Abend uns zugesagt hat für unseren Männertag. Herzlich willkommen, Matthias Acker. Hallo. Hey, herzlich willkommen, Marc. Schön, bist du da. Unglaublich, dass wir so eine prominente Persönlichkeit, die so viele Leute kennt, so viele wichtige Leute, Ich meine, es ist auch ein bisschen näher für ihn. Er ist der erste Gast in einem Format, das es im Schweizer Fernsehen, in der Schweizer Fernsehlandschaft nicht gibt, nämlich einen Männertag, der wirklich extrem wirklich fokussiert über das starke Geschlecht schwätzen und auch uns damit beschäftigen. Die Frage natürlich, warum kennst du eigentlich so viele wichtige Leute überhaupt? Das habe ich mich immer gefragt. Also, ich freue mich zuerst mal, dass ich überhaupt da sein darf. Grosse Ehre. Ich meine, ich habe zu Eglis auch eine nähere Verbindung. Ich bin ganz in der Umgebung aufgewachsen. Also von mir ist da irgendwie ein Sehnsuchtsort hinzukommen. Warum, dass ich so viele Leute kenne? Ja, das gibt's einfach. Ich bin auch ein bisschen älter als ihr, oder? Das sammelt sich dann auch an. Aber ich habe eigentlich immer das Glück gehabt, dass ich eigentlich meine Idole von der Jugend persönlich kennenlernen konnte und auch irgendwie fast ein bisschen befreundet mich mit denen. Und ich weiss nicht, an was es da liegt. Also, Roger Schawinski war natürlich mein absolutes Jugendidol, Pizzo Gopera. Ich hatte Poster von ihm aufgehängt, konnte dann später bei ihm arbeiten. Heute bin ich gut befreundet mit ihm. Und manchmal habe ich mich schon gestellt, vielleicht ist das ein bisschen vom lieben Gott auf den Weg gegeben worden. Aber die lernen es natürlich nicht, einfach nur die anzubetten oder von denen fasziniert zu sein. Du willst sie dann kennen. Ist das ein bewusster Entscheid, die wollen lernen zu kennen, oder ist das einfach immer so passiert in deinem Leben? Ja, immer nicht, aber es ist ein paar Mal passiert. Also der Martin Walser, ich habe alle Bücher gelesen von Martin Walser in meiner Jugend. Heute haben wir in der Woche 2-3 Mal, er ist 91, SMS zum Beispiel, oder? Da ist so ein Kontakt, den es gab. Christoph Blocher kommt aus der gleichen Ortschaft wie ich. Sein Vater war der Pfarrer, mein Vater der Lehrer. Die haben sich noch kennengelernt in den 50er Jahren. Und das ist natürlich auch beim Tele Zürich, oder? Der grosse Blocher, oder? Alle haben sich natürlich immer ein bisschen ambivalent an ihm gerieben. Und jetzt kennen auch sehr lange, über 11 Jahre mache ich mit ihm auch einen Männertalk. Jetzt sind wir noch das Zweite. heute kenne ich den sehr gut, oder? Und manchmal habe ich mich gefragt, warum ist das so passiert? Aber vielleicht sollte man auch nicht alles hinterfragen. Ja. Für mein Leben ist es eine Bereicherung. Was ist denn für dich jetzt irgendwie deine prägendste Figur, die du jetzt kennengelernt hast? Von denen wirklich, ich meine, wir kennen die Storys, wir kennen den, wo du irgendwie paddeln und was auch immer mit dem Schröder noch, was auch immer. Was ist die prägendste Persönlichkeit für dich jetzt, die du drauf hast, als Mann auch, vielleicht auch als Männerpersönlichkeit? Ja, Alex, schon der Walser, der Martin Walser, aber so ein deutsches Monument, oder? Ich habe das ein paar Mal erlebt. Ich bin ja vielen Lesungen vom Walser nachgefahren. Ich bin alle Rekorde. Wie viel? Es sind, glaube ich, 66 Walser-Lesungen in ganz Deutschland, oder? Und der Walser begrüßt mich auch. Wir gehen dann nachher auch noch zu Nacht essen. Ich bin auch in 2 Romanen von Martin Walser eine Figur, oder? Ich meine, Dr. Beat Pestalozzi im Roman Angstblüte. Und dann hat er einen Roman geschrieben, der heisst Muttersohn. Der ist rausgekommen vor 10 Jahren. Der handelt in der Klosterinsel Rheinau, nicht weit von hier weg. Und ich habe dem Walser gesagt, es gäbe dort eine Klosterinsel, da wäre vielleicht noch interessant für einen Roman. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm das mal zeigen. Dann ist er mit seiner Frau, wir haben die Insel angeschaut. Und dann hat er gesagt, jawohl, das wird der Mittelpunkt sein von meinem nächsten Roman. Und wir sind 4-5 Mal dort runter. Er hat dann alles notiert, geschaut, wie der Schattenwurf ist von der Kirche und wie viele Leute das dort leben und wo es einen unterirdischen Gang hat. Und dort rein kommt auch eine Figur vor, Pfarrer Ackeret, also in einem Nebensatz, oder? Aber irgendwo fühlt man sich dann nicht schlecht. Ja, ist schon nicht schön. Fühlt man sich auch noch. Haben wir noch nicht geschafft. Ja, und der Walser ist ja der ewige Nobelpreis
Favorit, oder? Jetzt gibt es ja den Literaturnobelpreis nicht mehr wegen der MeToo-Debatte. Aber er ist eigentlich der Favorit auf Lebenszeiten und das ist ja gleich schön, der Kontakt. Vielleicht auch wegen Bob Dylan, oder? Vielleicht gibt es wegen Bob Dylan. Das ist ein anderes viel zu viel. Aber muss man, wenn man von mächtigen Leuten fasziniert ist und die selber auch kennt, wie du eben wirklich, man kann ja von Adolf Ogi bis Roger Schawinski, kennst du alle, muss man doch ein zurückhaltender Charakter sein, dass sich die nicht bedroht fühlen? Ja, allweg schon. Ja. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt auch beim Dölf Ogi oder beim Pfarrer Sieber, ich habe immer auch eine Bewunderung für ihre Arbeit, oder? Und das verstecke ich ja nicht. Also ich bin vielleicht nicht der Journalist, der gerade kommt und einem erklärt, was für ein Vollidiot das er ist, sondern der Sieber. Ich bin ja mit dem Sieber nächtelang unterwegs gewesen, oder? Wenn er die Obdachlosen ist suchen gegangen. Ich bin heute in einer von seinen Stiftungen im Vorstand, oder? Also ich kann mich auch mit diesen Leuten identifizieren. Und mit dem Ogi bin ich in China gewesen. Ich war mal eine Woche unterwegs gewesen und auf seiner allerletzten Reise hat er mich dann mitgenommen, Berlin ist da gewesen. Und beim Ogi, ja, da hat sich irgendwie einen lustigen Kontakt gegeben. Auf der chinesischen Mauer hat er mir dann das Du angeboten, oder? Und jeder Journalist würde natürlich sagen, nein, Herr Bundesrat, das kann ich da nicht, nein, wir lassen uns nicht kaufen. Da hatte ich jetzt kein Problem gehabt, oder? Und das war eigentlich noch lustig gewesen. Und beim Dölf Ogi hat es so ein Schlüsselerlebnis gegeben. Ich war der Letzte, als er den Bundesrat abgegeben hat. Das war 2000. 31. Dezember 2000. Wir wussten, in etwa einer Stunde kommt der Sammy Schmid ins Bundeshaus. Und dann hat mich der Ogi noch mal empfangen in seinem Büro. Alles ein bisschen unaufgeräumt. Und der Ogi ist dort rumgestanden und hat gesagt, Matthias, jetzt möchte ich dir noch etwas geben. Ist zu einer Schublade gegangen und hat den Kristall rausgenommen. Oder? Und das rührt dich dann schon irgendwie, oder? Und da hat er natürlich dann schon ein gewisses Ego gegeben. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, Herr Bundesrat, es ist soweit, der Herr Schmid wartet draußen, oder? Kommen Sie. Und dann haben wir gesehen, Ogi hat noch Tränen weggewischt. Und dann ist der Schmid hier gekommen und dann habe ich zum Schmid gesagt, wenn ich eben von dem Kristall so beseelt war, habe gesagt, Herr Schmid, willkommen im Bundeshaus. Ich habe mich dann aber später immer geschämt für die Pointe. Und dachte, gut, jetzt hast du dich gleich ein bisschen überschätzt in dieser Sekunde. Aber jetzt mal grundsätzlich, ich meine, du redest immer vom Mann. Aber ja. Man hat dich auch viel in Begleitung von Miss Schweizer gesehen. Das ist schon auch so. Ist das so? Ja, ich habe es bei den Mathe-Sachen leicht eifersüchtig. Ich als Jugendlicher, weißt du, Wetterstift dort im Radio 24 und Tele Zürich. Was ist der Mathe-Sacker? Da ist immer so ein bisschen umgegeben, so im Dunstkreis von der Miss Schweizer. Weißt du, wir müssen schon ein bisschen Mann schwätzen. Ja, wir sind Mann da, oder? Ja, natürlich. Also, meine, genau. Also, ja, ja. Hast du also ich stoppe, ich fahre da nicht auf Mannen, das muss ich jetzt auch sagen, oder? Ja, ja, sind wir also froh, ich meine, nein, das ist alles okay. Ja. Aber grundsätzlich, was war das für eine Zeit? Ich meine, das war wirklich eine Zeit gewesen mit Miss Schweiz und so. Man hat schon gemerkt, dass du dich gerne mit schönen Frauen umeinander ziehst. Ah, also schöne Frauen sind aber etwas Schönes, oder? Wunderschön. Silvia Affolter ist eine langjährige Freundin von mir. Also wir haben sehr einen engen Kontakt gehabt. Und immer noch seit der S-Plus-Zeiten und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht durch meine schüche Art oder zurückhaltende Art, habe ich es mit denen immer können, oder? Und ja, wir haben halt immer, vielleicht ist da, wenn du vom Land kommst, oder? Ich bin ja vom, du kommst von Bümplitz, ich komme von Uemisen, oder? Aber in Stadt Bern, ja, genau. Dann kommt man halt auf das grosse Zürich und staunet, oder? Und vielleicht eben hat man nicht so die Überarroganz, sondern das gefällt den anderen auch ein bisschen, dass einer kommt, der ein bisschen fähnet, oder? Die Hildegard Schwanninger schreibt ja regelmässig, die Name fällt regelmässig in ihrer Kolumne in der Weltwoche. Die finde ich super. Und da schreibt sie extrem viel auch, irgendwie auch in Begleitung von einer schönen Frau oder dieser schönen Frau oder so. Gibt es denn aktuell in deinem Leben irgendjemanden, der dein Herz... Oh, jetzt können wir aber. Gibt es eine feste Beziehung? Nein, feste Beziehung gibt es nicht, aber ich habe Sandra Schunk, mit der bin ich sehr viel unterwegs. Das ist eine uralte Freundin von mir und mit der habe ich einen guten Kontakt, eben Silvia und so. Habe ich auch Kontakt. Also im Moment bin ich Single. Ich bin seit, ich habe eine Beziehung gehabt, die ist schon ein Jahr gegangen, die ist auseinandergegangen vor zwei Jahren. Jetzt bin ich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen verheiratet mit meinem Verlag. Oder? Kann ich dir sagen, ja, das ist seine Frau. Persönlich. Ja, das persönlich. Kann ich in die Kamera heben, ist eh schöner als damals. Nein, lohnt sich übrigens, kann man auch im Kiosk kaufen. Kann man auch im Kiosk kaufen. Ist übrigens wirklich, also das führende Magazin in der Kommunikationsbranche, wir haben den Dienst persönlich kommen, kennt man vielleicht. Und ich habe den Verlag, also mit allen finanziellen Mitteln, die ich hatte, und dank Unterstützung von Manfred Klemann, einem uralten Freund von mir,
der Minderheitsaktionär ist, konnte ich den Verlag kaufen vor 4 Jahren. Und Peter, du weißt es ja, wenn man Unternehmer ist, dann ist man natürlich Tag und Nacht auch ein bisschen mit dem Unternehmen verheiratet. Ja. Aber das Schönste ist ja, wenn man effektiv mit so einer Leidenschaft, so einem Feuer etwas machen kann. Ich meine, persönlich, das ist wirklich ein Spartenmagazin, ein Nischenprodukt. Wie läuft das? Oder wie schauen auch die grossen Verlage auf dich? Haben sie eigentlich fast ein bisschen Angst, wenn du jetzt da dann auf Tisch bist? Oder arbeiten sie gerne mit dir zusammen? Ich meine, du bist wirklich inzwischen eine sehr respektierte Persönlichkeit in der Medienlandschaft. Ja, schon länger, oder? Kann man schon sagen. Aber die Kohle hat sich natürlich geändert, oder? Also ich meine, bei Tele Zürich bist du der VJ gewesen. Das war natürlich eine super Zeit gewesen. Da hat jeder das Gefühl gehabt, eben, der ist jeden Tag unterwegs, macht seinen Film und so, kennt jeden. Dann kam eine andere Phase, Tele Blocher-Zeit. Da hätte ich nie erwartet, als ich angefangen habe. Das war eine Idee von Norbert Neininger, vom Verleger von der Schaffhauser Nachrichten. Ja, lebt nicht mehr. Ja, lebt leider nicht mehr. Das war so eine Vaterfigur. Der hat gesagt, komm, wir fangen mal an. Die Geschichte ist ja bekannt. Und dann haben wir angefangen. Das war vor 11 Jahren. Der Blocher, jede Woche eine halbe Stunde interviewen. Und das hat natürlich das Bild von mir in der Öffentlichkeit schon geprägt. Oder? Hat natürlich jeder gesagt, der ist SVP und ein bisschen ein Köppelersatz und so. Und für mich ist das manchmal auch, ist natürlich schön gewesen aufeinander. Es hat auch ein bisschen Prominenz gegeben. Aber ich habe immer gesagt, in dem Moment, wo es ins Geschäft einlappt, oder? Ich meine, ich bin in einer Branche unterwegs, wo jetzt eher, sage ich jetzt mal, linksliberal ist. Die Werber sind eher linksliberal. Aber das ist irgendwie noch gut gegangen. Also die Werber haben das noch cool genommen. Die haben gesagt, er hat irgendwie noch, das ist ein netter Typ, aber er hat noch ein komisches Hobby, oder? Und vor 4 Jahren ist dann der Verkauf gekommen, oder der Kauf von persönlich, oder? Das war über 1 Million Franken gewesen. Und dann bist du plötzlich Unternehmer, oder? Da bist du plötzlich im Verlag mit 9 Leuten und musst schauen, dass die Löhne herkommen. Und das hast du auch gemerkt, die Aussenwahrnehmung ist eine andere, oder? Du bist natürlich, ich fühle mich heute auch nicht mehr unbedingt primär als der Journalist, den bin ich natürlich immer noch. Aber heute fühle ich mich vor allem als ein Unternehmer. Oder? Ja. Als einer muss man schauen, dass am Ende des Monats halt die Rechnungen gezahlt sind und das Geld hier kommt. Und trotzdem hast du wahrscheinlich noch wahnsinnig fest Zeit zum Jazz trainieren. Du bist ja beim Samstag Jazz, bist ja hier bei den Prominenten absolut Number One. Du bist aber, wie viel Differenzpunkte? Ein Differenzpunkt? Nein, zwei. Zwei Differenzpunkte? Aus drei Runden. Das hat es noch nie gegeben. Was ist Nummer zwei? Ist, glaube ich, ein Schwinger, oder? Nein, das ist der Abderhalden. Der drei. Der hat den 13 Jahre lang gehabt, den Rekord. Und dann kommst du, prätschst noch in der letzten Sendung von der Monika Fassmann. In die allerletzte Sendung. Das war der Lucky Point vom Leben. Also, das hat der liebe Gott gesagt. Ich bin ja kein Jasser. Ist das die Nähe zu der SVP, die irgendwie automatisch so einen guten Jasser macht? Ich weiss nicht. Also der Blocher, ich habe nachher gefragt, Jasser selber nicht, oder? Okay. Ich weiss nicht, es gibt auch viele Linke, die Jasser. Also ich glaube, das war nicht der Punkt. Es ist einfach in dem Moment, das richtige Momentum, hat es einfach geklappt. Oder? Ich war schon mal in dieser Sendung, 2008. Die laden immer die Schaffhausen, machen immer eine Staffel alle 10 Jahre. Und da hat sie jetzt immer mich eingeladen, als irgendein Highway-Schaffhauser. Local Hero. Ja, obwohl ich vom Zürcher Wieland komme, als der Schaffhauser, oder? Das ist ja noch schön. Und da war ich 2008 und da bin ich relativ arrogant. Ich habe auch trainiert, hat es noch kein Smartphone gegeben, sondern am Computer, auf der App habe ich trainiert. Und bin dann in die Hauptrunde gegangen und habe dort ein gutes Spiel. Ich glaube, 5 Punkte gehabt. Und dann habe ich gedacht, die beiden Globi habe ich schon im Griff, oder? Und dann hat die Sendung angefangen. Und dann natürlich in der ersten Runde habe ich, glaube ich, schon 50 Differenzpunkte gehabt, oder? Und der Kurt Felix, mit dem bin ich wirklich auch sehr gut befreundet gewesen, der ist ja der Erfinder von dieser Sendung, oder? Und der hat mir nachher eine SMS geschickt, da weiss ich noch, auf dem grossen Handy. Ich bin gerade unterwegs gewesen, am Tag darauf noch gestartet. Und dann hat er geschrieben, Matthias, ich habe mich so geschämt. Und ich bin schier, wenn jetzt auch keiner von der Brücke runterkommt, dann weiss Gott was. Und dann, als wir angerufen haben, das letzte Jahr, 2017, ich soll wieder in Samstagsjass kommen, der Samstagsjass sei wieder im Kanton Schaffhausen, habe ich gesagt, nein, da kann ich nicht gehen. Und dann hat er gesagt, komm doch, wir spielen da mal nicht mehr mit deutschen Karten, wir spielen mit französischen. Dann habe ich gesagt, ja, mit Französisch habe ich noch nie im Leben gespielt, oder? Dann hat er gesagt, voll, komm. Bin ja gleich, ich bin ja zu euch gekommen, ein eitler Typ am Schluss, oder? Habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich, oder? Ich habe mein Buch noch, das gerade rausgekommen ist, jeden Rock ein bisschen promoten. Und dann habe ich jeden Tag, als ich ins Geschäft gefahren bin in Zürich, mit dem Bus 32 von mir zuhause, durch die Langstrasse auf Wiedecker, wo wir das Geschäft haben, habe ich immer auf der App trainiert, oder? Und irgendwann plötzlich habe ich einen Moment gespürt, jetzt habe ich es raus, jetzt weiss ich, wie der Differenzler geht. Und dann hat die Sendung angefangen in Osterfingen, dann ist Monika Fasnacht gekommen und hat gesagt, du, wir können keinen Test machen.
keinen Testlauf mehr machen. Dann hat er gesagt, jawohl, das müssen wir gleich noch machen. Ich habe ja nie mit einer lebenden Person gejassen. Dann hat er gesagt, hey, das geht schon irgendwie, weiss Gott was. Aber kannst zuschauen, wie der Carlo Brunner und irgendjemand noch miteinander jassen. Dann haben die eine Runde gejasset. Und als ich zugeschaut habe, kommt der Manny Frey, das ist ein alter Freund von mir, von Schaffhausen, und hat gesagt, Matthias, wie geht's? Dann habe ich das auch verpasst, oder? Und dann hat Monika gesagt, komm jetzt, schnell in die Schminke, es geht gerade los. Und 5 Minuten später bin ich am Jastisch gesessen. Und da sieht man dann auch in der Aufnahme rein, ich habe die Karte völlig verkehrt angelegt. Oder? Der Schiedsrichter ist immer gekommen und gesagt, nein, so, so, nein, und so. Und ich habe gesagt, ja, wo man am Anfang Punkte zahlen, sagt, nein, ja nicht sagen, so. Aber so hat es angefangen. Ja. Dann haben die natürlich gemeint, da kommt irgendein Vollidiot, oder? Und vielleicht ist das Glück gewesen, dass wir die anderen permanent unterschätzt haben. Genau. Ist ein bisschen angelangt, die Geschichte. Nein, das ist spannend. Jassen und ich meine, Jassen und SVP. Ja, klar, das wird für die nächsten 100 Jahre wieder. Nein, wenn natürlich einer kommt, 1-0-0. Ja gut, das ist für mich fast nicht zu erwarten. Aber jetzt mal ganz kurz doch noch Tele Blocher. Ich meine, ein riesiges Konkurrenzprodukt zu uns. Eigentlich, aber sie ist vor uns gewesen. Ist vor uns, ja. Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Matthias. Also, der Name ist einiger. Aber du hast es echt gross gemacht. Aber du hast es gross gemacht. Ist jetzt der Blocher so zu Hause? Weißt du, und also der Family dort kommt an seine Frau und sagt, oh, Matthias, jetzt mal ein bisschen lieb sein da. Also, wie ist das? Ist das ganz natürlich? Oder das ist, also wir haben jetzt, glaube ich, die letzte Woche 556 oder 57, 557 ist die Sendung gemacht, oder? Wahnsinnig. Und das machen wir eigentlich immer Freitagmorgen am 7. Uhr am Morgen. Aber früh, früh. Ja, vorletzte Woche war Freitagmorgen am 6. Uhr am Morgen. Das ist relativ. Und dann fahre ich dort an. Ich weiss immer das Ritual, ich habe eine halbe Stunde von mir daheim, von Zürich aus nach Herliberg, fahre dort an. Dann ist das grosse Tor, die Mauer rundherum, dann Leute, dann gehe ich rein, dann macht der Blocher auf. Und so, oh, wie ist es? Gute Woche gehabt, ja. Die Christoph, ja, Passerzeitung, habe nicht verkauft und so, oder? Dann reden da. Und dann kommt seine Haushälterin, oder? Die ist ja schon 10 Jahre dabei. Die bringt dann irgendeinen Espresso. Und dann schnurren wir eigentlich über alles, nur nicht über die Sendung, oder? Ja. Und dann, weiss ich, es gibt ja so ein paar kleine Tricks, oder? Wenn der Christoph Blocher sagt, ja, es ist das passiert, aber über das reden wir nicht. Dann weiss ich genau, über das muss ich reden, dann wird noch eine Sendung, die zitiert wird, oder? Und wenn ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, was die Leute wirklich ein bisschen unterschätzen, der Christoph Blocher hat wahnsinnige Entertainer-Qualitäten. Ja. Das hat er, gut, absolut, ja, oder? Ja, oder es hat die Sendung gegeben, wo er gesagt hat, oh, wo ist denn auch mit drüber? Weißt du, jetzt haben wir ein iPhone, ich kann das nicht bedienen. Oder irgendeine Siri, oder? Aber du musst nicht drüber reden, oder? Dann genau gewusst, hat gesagt, Herr Blocher, Sie haben ein iPhone, ich könnte Sie mal ein bisschen, oh, das iPhone, oder die Siri, ja, wer ist denn sie? Oh, oder mit dieser Siri geschnurrt, oder? Das ist ja die berühmte auf YouTube, ein riesen Hit, oder? Also, und das Lustige war eigentlich, er hat sich dann ein bisschen dargestellt wie der, der das iPhone nicht bedienen kann. Das stimmt gar nicht. Er kann das iPhone bedienen, oder? Also, ein Teil vom Blocher-Prinzip ist Showtime. Ist auch ein bisschen, du musst immer ein bisschen tiefer stapeln, wie du das bist. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, oder? Und er kann gut, wenn man vorhin ein Gespräch hatte, macht er einmal einen Testlauf für etwas ankommt und er kann gut adaptieren und das sehr pointiert überbringen. Oder wie der Freund aus Amerika gesagt hat, der Blocher ist der Trump vor dem Trump. Ja, ist der, ja genau, ist der Trump vor dem Trump. Oder? Also, halt, der Blocher ist natürlich eine Figur, wo ich meine, vor 10 Jahren ist er abgewählt worden, die immer noch polarisiert. Oder? Ich meine, für ein Medium ist doch das die interessanteste Figur. Hat er seine Karriere geschaut, hat das Tele Blocher? Meiner? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir sicher manchmal überlegt, hat es mir geschafft? Ich glaube es nicht. Ich glaube von der Publizität her ist das. Nein, es ist ein Teil von mir, oder? Und ich glaube, im Leben darfst du einfach die Frage nicht immer stellen, hat es etwas geschadet oder nicht geschadet? Wie, ich meine, ich bin sicher nicht zur SRG gekommen. Hätte ich keine Chance gehabt. Oder wenn ich bei Tamedia geschafft hätte und Tele Blocher gemacht hätte, den Spass hätte niemand verstanden, oder? Aber ich habe nicht bei Tamedia geschafft, ich habe nicht mehr wollen zu reden. Ich habe mal sogar ein Jahr bei der SRG geschafft, ich habe das nicht wollen. Also, wenn ich so zurückschaue, muss ich sagen, mein Leben ist so gelaufen, wie ich es eigentlich immer geträumt habe. Ich habe nach dem Studium habe ich mir auch überlegt, was machst du jetzt, willst du Jurist werden? Ich habe ja Jura gemacht, habe ich nie wollen werden. Und dann habe ich mir vorstellen, schön wäre doch du, wenn du in Zürich einen kleinen Verlag hättest, oder? Und da denke ich manchmal, wenn ich im Verlag komme, ja, vielleicht ist so 20, 25 Jahre später, ist das irgendwie aufgegangen und dann bin ich happy, ja. Siehst du? Ja. Schön, Schlusswort. Das ist ein Mann, der vieles erreicht hat. Wir arbeiten mit unserer Sendung dran. Ja gut, ihr habt beides erreicht. Ich meine, du bist von Bern. Nein, wir können ja den Schluss nochmal machen. Ich meine,
für mich war ein Traum jetzt, eben Pizza Gruppera, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ich meine, dass ich mal zum Schawinski arbeiten in der ersten Equipe von Tele Zürich 1994. Da habe ich schon gedacht, irgendwie erfüllt es, wenn du einfach daran glaubst, irgendwie kommt es doch immer gut, oder? Und die Träume erfüllen sich. Man muss einfach irgendwie die Chancen anpacken, oder? Und das war jetzt beim Persönlichen auch gewesen. Ich kann nie Unternehmer werden. Also ich komme aus einer Familie, wo eigentlich eine Lehrersfamilie, wo keine Unternehmer sind. Aber ich habe genau gewusst, jetzt musst du es machen, oder? Jetzt musst du das Geld zusammenbringen. Ich will da niemanden abpumpen. Aber wenn du es nicht machst, wirst du die nächsten 10 Jahre das immer bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und wenn es in die Hose geht, who cares? Dann ist es halt so gewesen, oder? Aber du musst halt die Chancen manchmal packen und du kommst vorwärts. Das war ja bei dir genau gleich gewesen, oder? Und das ist doch das Interessante am Leben. Du weißt ja nicht, wo es hingeht. Aber du musst jeden Tag eigentlich geniessen als einen Teil von deinem Leben. Genau. Und man muss, glaube ich, immer wirklich probieren, das Ziel verfolgen und das wirklich. Das ist, glaube ich, wirklich unser. Etwas können wir sicher jetzt zum Schluss festhalten. Matthias Ackeret war der beste Gast, den wir beherrschen und treffen. Je gehabt. Das ist der beste Sendung, den ich gleich war. Matthias, danke du übrigens. Uns gibt es wieder in einer Woche. Mit vielleicht einem anderen Gast, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Eine Frage haben übrigens. Eine Frage einfach schnell auf Facebook und schreiben. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao zusammen.